Es ist total großartig, wie viele Leute hier zusammengekommen sind. Die Zahlen schwanken zwischen 13.500 und 40.000 Menschen. Das ist großartig. Es war eine wundervolle, riesige, super starke Demo. Ich finde es ganz toll, wie viele Leute selbst Schilder gebastelt haben und mitgebracht haben. Unglaublich viele lustige Sprüche da drauf gemacht haben. Super viele gute Sachen sind passiert. Ich freue mich total, wie viele Leute hergekommen sind, sich Sachen ausgedacht haben. Einen großen Applaus an uns alle. Vielen, vielen Dank. Großartig. Wir haben noch ein Programm vor uns. Es gibt jetzt noch weitere Redebeiträge. Außerdem Tapete und Lena Störfaktor kommen gleich als nächstes auf die Bühne. Dann gibt es noch Musik von Lennart K. und der sogenannten anarchistischen Musikwirtschaft. Das sind fast 20 Leute, die am Ende noch die Bühne bespielen werden. Außerdem gibt es im Potze Drugstore den Markt der Möglichkeiten. Da gibt es verschiedene Initiativen und Projekte, die da Informationsstände aufgebaut haben. Es gibt Siebdruck und verschiedene andere Sachen, die ihr euch angucken könnt. Der ist in einer Viertelstunde geöffnet. Geht dahin, guckt euch um. Der ist jetzt schon offen. Da gibt es auch Blut und Getränke und Essen. Ich muss, ich fahre jetzt zurück. Und fahren nochmal ab. Entweder haben sie es geklaut oder sie haben es nur irgendwo stehen lassen. Verstehst du, die waren so unverantwortlich, das waren Jungspunde. Das haben junge Leute getragen und die haben es nicht zurückgegeben. Weißt du, wir würden es dann wieder zurückgeben, der denken mit. Bist du da sicher? Weil geklaut. Das wieder zurückgeben. Ihr alten Knacker. Mit unserer Vergesslichkeit. Na, ab in die Gruft mit dir. Mit dir rede ich nicht mehr. Bei dir komme ich zum Dinschsitz. Ich komme zum Dienstsitz. So, einen Satz wollte ich noch sagen. Ja. Und zwar, wie du vorhin so schnell abgehört hast, ich weiß ja, wie sensibel du auf solche Themen bist. Ich lasse mich da nicht um die Diskussion halten. Lass mich da nicht reindrängen. Da muss man Zeit haben zum Quatschen. Ich wollte da nur ganz einfach sagen, ich bin davon überzeugt, dass es genauso viele Verbrechen in allen Verbrechensformen auch von jüdischen Bürgern gibt. Aber warum hebst du auf jüdischer? Verbrechen ist Verbrechen. So. Ist egal, wer das tut. Aber da lese ich nie was von Ihnen. Nein, warum misst du die an einem anderen Maß? Nenn Netanjahu einen Verbrecher und begründe das. Und sag nicht, Netanjahu ist Jude, sondern Netanjahu ist ein Verbrecher in seiner Funktion. Und dann begründe das und lass das Jude weg. Das hat nichts mit seinem Jüdischsein zu tun. Das hat er zu verantworten als Mensch. Er repräsentiert ja einen Staat. Aber nicht die Deutschen betreiben Verbrechen. Du sagst auch nicht, die Deutschen betreiben, sondern du sagst Merkel. Nee, das ist ja anders in Deutschland, in der Pressewahl. Im Pressewahl liest man dann, wenn ein Deutscher was hier macht, das war ein geistig Barbierter. Und wenn Moslem was hier macht, dann ist es der Islam. Nein, du bist so ein grobschlächtig, Werner. Da müssen wir, um was es mir geht, da brauchen wir Ruhe und Zeit, um das zu diskutieren. Und ich suche mein Plakat. Und ich bin voll. Ich habe heute schon... Voll sauer, weil das Plakat... Nein, ich bin voll, weißt du? Nee, ich bin voll im positiven Sinn. Ich war auf dem Symposium zum Januaraufstand, war großartig. Und ja, und eigentlich will ich das transparent haben. Dann such. Ich fahre jetzt an die Potsdamer Straße, hole meinen Fahrer und fahre nochmal alles ab, bis zum Willy Brandt-Haus. Und dann frage ich nochmal bei der Polizei. Ich vermute, die haben das geklaut oder unten irgendwo hingeworfen. Wie bitte? Ja. Mit der solidarischen Unterstützung vieler Menschen, dass wir so viele Krankheiten verhindern. Manchmal klappt es auch nicht. Aber nur wer sich wehrt, kann auch gewinnen.